Den Weg laufe ich nicht. Wolltest du das hier? Gute Wahl. Gracias. Dann hier im Einsatz. Hey, oh, hey, kleiner Hombre. Nada esto como mierda. Gracias. Ich liebe diese neuen Handys. Die sind so dünn. Schmerz ist Teil des Fortschritts. Das habe ich von Castillo gelernt. Zum Beispiel Viviro. Das wäre nie vorangekommen, hätte ich die Paria-Lager nicht geschaffen. Weißt du, Waisen wie du sind die besten Versuchsobjekte. Wie auch die Armen und alle anderen am Rande der Gesellschaft. Das sind 0,5 Milliliter PG240. Das, was ihr Gift nennt. Und es wird in deine Blutbahn gepumpt. Vom Doktor verschrieben. Alles, was ich tun muss, ist anrufen. Pass auf, Dani. Habt ihr mich vermisst? Talia! Komm schon, Carino. Du bist sicher. Du bist jetzt bei mir. Er hat mir was eingepflanzt. Oh Gott, er hat mir was eingepflanzt. Diese Matthias! Beeilung! Okay, okay. Ich warte noch. Matthias, ich brauche deine Hilfe. Dani, ich kann jetzt nicht reden. Paolo und Talia sind auf dem Weg. El Doktor, der Drecksack. Er hat mich vergiftet. Das Zeug muss raus. Okay,
Du musst alleine in meine Klinik kommen. Folge der Straße nach Norden. Sie führt direkt zu mir. Kapiert, Danny? Danny? Ein Auto. Ich brauche ein Auto. Zu Fuß schaffe ich's nicht. Bewegung, Danny. Du musst schnell zu Matthias. Inzwischen sollte das PG-240 die Bluthirnschranke überwunden haben. Halt, Maul! Deine Neuronen geben zufällige Impulse ab, während sie ausfallen. Dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle. Halt dein verdammtes Maul! Ich habe nur eine Bitte. Sorge dafür, dass deine Leiche für die Autopsie intakt ist. Scheißegal. Und Castillo, du schießt einfach nur gerne. Nita! Nein, das ist nicht real! Verstehst du es nicht? Wir hätten nie auf dem Boot sein sollen, Danny. Du hast mich hingebracht. Wir mussten weg. Castillo hat alle zusammengetrieben. Nein, Danny. Sie wollten nur dich. Ich hätte bei Clara sein sollen, aber ich ging in die Stadt, um mich von dir zu verabschieden. Woher hätte ich das wissen sollen? Du hast meinen Platz bei Libertad eingenommen und mich einfach am Strand liegen lassen. Es hätte dich erwischen sollen. Es tut mir leid. Du musstest ja Fortunas Nummer 1 sein. Wie fühlt sich das an? Bitte! Mach, dass es aufhört! Das auf der Werkstatt? Das war dein großer amerikanischer Traum? Das ist ein Scheißname. Problemlöser-Werkstatt klingt doch viel besser. Andro? Weißt du, was wer von uns mir sagt? Es schreit Mitleidsfick. Ich hätte in Yankee-Muschis ertrinken sollen. Du hättest nicht sterben sollen. Es ging alles so schnell. Ich hätte nicht sterben sollen? Das ist alles, was du zu sagen hast, Danny? Du hast meine Leiche einfach auf dem Dach liegen lassen. Die hätten uns auch umgebracht. Nachdem die Kugel mein Gehirn durchbohrt hatte, habe ich noch lange genug gelebt, um zu sehen, wie du und Lita mich zurückgelassen habt. Alejo, bitte. Hör auf. Sie mich allein lassen dürfen? Das war der verfluchte Bambi. Er hat uns verraten. Nicht so, nicht so. Wir wollten doch zusammen sterben, weißt du noch? Danny, was machst du da? Danny! Hör auf mich, Danny. Lass das Messer fallen. Ei, Dios mio, Danny. Willkommen zurück. Wie geht's, Talia? Ihr habt beide Glück, den besten Arzt in Yara zu haben. Wo ist Paolo? Draußen. Er meinte, er muss einen Krieg planen. Wenn du dich nochmal aufschneidest, flicke ich dich nicht wieder zusammen.
Genau die Guerillera, die ich brauche. Bicho ist durchgedreht. Er schrie irgendwas von Bembe und dass er schuld an dem sei, was dir, mir und Talia passiert ist. Letzte Nacht zog er los, als wir schliefen. Ich glaube, der Idiot ist hinter Bembe her. Keine Ahnung, wie Bicho ihn aufspüren will. Bicho hat uns immer den Rücken gedeckt. Und wir haben nie... Finde ihn einfach, ja? Wir ziehen in den Krieg. Ich muss unsere Leute sammeln, ausbilden. Und das heißt, wir lassen niemanden zurück. Nicht mal Bicho. Viel Glück. In dieser Lage zählt jeder einzelne Guerriero. Kontrollpunkt. Ich muss aufpassen. Den Alarm sollte ich ausschalten. Mann, bin ich gut.
Claudia! Und was hast du? In der Basis der Spezialeinheiten werden die Besten der Besten für Castillos Armee ausgebildet. Sie auszuschalten wäre ein vernichtender Schlag für das Regime. Danke, danke. Spezialeinheiten. Oh ja, klar. Maria hat zu viele Familien mit ihrem Umerziehungsscheiß ruiniert. Diego Castillo muss dir nicht leid tun. Ich weiß, dass du recht hast. Aber trotzdem... Ah, Gonio, ist der süß.
hab immer gedacht, dass Talia ist Maria Heinzer. Hier drüben. Was kannst du mir sagen? Die Armee ist auf dem Vormarsch. Wir wollen sie in einen Hinterhalt locken. Sie sollen mit eingezogenem Schwanz zur Basis zurückrennen. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Danke. Yo no estoy...